Hallo und herzlich willkommen in Mimis Beauty Lounge. Na, Spaß. Ich habe mich jetzt verzogen und zwar in das Zimmer von meiner Tochter. Tada! Und zwar bin ich da einigermaßen ungestört, wenn ich euch heute mal meine Beauty-Favoriten zeige. Ich habe mir gedacht, ich mache ein Video über alle Beauty-Produkte, die ich schon seit Jahren, also nicht nur seit 2008, sondern auch seit 2017 vielleicht schon hernehme. Vielleicht interessiert es euch ja mal. Also mich interessiert es bei anderen immer schon. Kann man sich vielleicht das ein oder andere abschauen? Mal schauen. Also fangen wir mal an. Und zwar morgens, wenn ich mir das Gesicht gewaschen habe, dann trage ich erst einmal auf die Augen diese Creme hier auf. Und zwar hilft die sehr gut, wenn man oft so trockene Stellen rund ums Auge hat. Kann ich die nur wärmstens empfehlen. Danach trage ich meistens noch ein bisschen was von dieser hier auf. Danach kommt in Augen, Innenwinkel da ein bisschen kaschierende Creme, die ist ein bisschen getönt. Und zwar macht die da die blauen Augenringe weg. Dann habe ich neu entdeckt, dieses hier soll nicht nur die Augenringe wegmachen, sondern auch ein bisschen die Falten, Fältchen rund ums Auge. Genau, die trage ich dann auf. Dann eigentlich schon seit Jahrzehnten diesen mit Schimmer. Ach so, ja, übrigens, das ist alles unbezahlte Werbung quasi. Also, das ist von mir selber entschieden und nicht beauftragt, ja? So, dann machen wir mal weiter mit dem Gesicht. Da trage ich zuerst von Awesome Beauty die NT50 Essence of Youth auf. Meiner Meinung nach eine sehr gute Grundlage für die nächste Awesome Creme. Das ist eine getönte Tagescreme, weil ich finde, dann schaut man heute ein bisschen frischer und gesünder aus. Und auch im Winter nicht ganz so käsig. Da drauf gebe ich dann ein bisschen an Puder zum Mattieren, damit man nicht ganz so glänzt. Wenn irgendwo ein Pickelchen ist, dann nehme ich manchmal nur diesen hier. Genau, das war es dann eigentlich eh schon im Gesicht. Wenn ich nur unbedingt meine, ich brauche nur irgendwie eine Kontur mehr, ja, dann ups. Wenn ich nur meine, ich brauche eine Kontur, dann nehme ich dieses. Kann man nur Konturen machen. Ansonsten war es das im Gesicht. Dann kommt die Augenbrauen. Da habe ich meistens von Catrice nur den Puder. Den gibt es in zwei verschiedene Farbtöne. Den hellen nehme ich immer her, wenn ich frisch Ansatz gefärbt habe. Und den dunklen, wenn ich schon mehr Ansatz habe, weil dann passt es besser. Von Haus aus habe ich aber eigentlich eh schon dunkle Augenbrauen, also recht viel braucht es da nicht. Dann habe ich eine wasserfeste Wimperntusche, die nehme ich immer her. Und einen schwarzen Kajal, das ist eigentlich auch täglich. So, und falls ich mal nur ein Pickelchen hätte, dann nehme ich nur das von Clair d'Asile. Das ist auch empfehlenswert, auch über Nacht zum Auftragen, finde ich. Wirklich hilft sehr, sehr gut. Dann, das ist meine normale Tagespflege. Ja, mehr oder weniger habe ich jetzt, ne? Je nachdem, ich weiß nicht, ob ihr da mehr Creme auftragt oder ob ihr auch ungefähr so viel habt. Entschuldigung, ich bin gerade mit dem Stuhl an den Tisch, ja, falls es ein bisschen gewackelt hat. Sorry. Dann, was ich nur sehr empfehlen kann und was ich auch schon seit Jahren nehme, ist die Handcreme von Rituals. Ich liebe diese Creme. Die ist recht reichhaltig. Leider ist sie schon aufgebraucht. Muss immer wieder neue besorgen. Derweilen habe ich als Ersatz diese hier. Finde ich aber nicht so gut, weil das ist so Balm. Und das da ist ein Night Balm. Und der Night Balm, der ist viel reichhaltiger und zwar bickiger, aber über Nacht hilft der viel, viel besser als die leichte Variante.
Genau. Ansonsten, was ich nur sehr empfehlen kann, ist der Lippenstift von Misslin. Den habe ich heute auch dran. Das ist ein bisschen ein schimmriger Lippenstift. Dann, wenn es mehr sein soll, trage ich auch manchmal nur so einen Stift aufs obere Lid. In unserem Bronzeton. Dann die zwei Lippenstifte kann ich auch sehr empfehlen. Die sind matt und die halten wirklich ganz, ganz lang. Und die habe ich seit dem Adventskalender, den ich geschenkt gekriegt habe, trage ich die. Also wenn ich einen knalligen Lippenstift tragen will, dann meistens den da auf, weil der wirklich super ist. Der mattiert, der biegt nicht und der hält auch super lang. Genau. Wenn es noch mehr sein soll, dann nehme ich die von der Bella BH Cosmetics, eine Lidschattenpalette. Die ist super zu empfehlen. Und zwar hat die lauter natürliche Farben, was ich persönlich eigentlich ganz schön finde. Mit zwei Highlighter dazu kann ich euch nur empfehlen. Genau. So, das war schon mit meinen Beauty-Favoriten. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und es hat euch ein bisschen gefallen. Ihr könnt mir gerne einen Kommentar da lassen. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es Verbesserungsvorschläge oder neue Videoideen. Wenn nicht, dann sehen wir uns, wenn ich wieder eine Idee habe. Und macht es gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, bis zum nächsten Mal.